zusammen. Ich bin die Nicola aus dem Familienzentrum Heuwiesen und ich mache heute mit euch den Morgenkreis. Aber ich bin nicht alleine da, ich habe jemanden mitgebracht, hier in dem Körbchen. Und die Kinder aus dem Familienzentrum Heuwiesen wissen, wer da drin schläft, aber ihr anderen noch nicht. Deswegen gucke ich mal, ob sie sich zeigt. Lilo, bist du da? Beziehungsweise, hier sind ja gar keine Kinder. Ich glaube, die Kinder sind alle zu Hause. Ja, die sind alle zu Hause. Aber damit die uns sehen und ein bisschen Spaß haben mit uns, machen wir das hier heute zusammen mit dem Morgenkreis. Oh, das ist schön. Und zuerst singen wir wie immer unser Begrüßungslied. Hallo, hallo, ich bin da. Hallo, hallo, du bist da. Hallo, hallo, wir sind da. Die Falken, die sind da. Oh, das war schön. Das hat auch richtig gut geklappt, Lilo. Das hast du schon ganz schön toll geübt. Ja, finde ich auch. Sag mal, Lilo, was ist heute eigentlich für ein Tag? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, heute ist Donnerstag. Genau, heute ist Donnerstag. Und welches Datum, welche Zahl haben wir heute? Oh, die 30. Donnerstag, der 30. April. Mal gucken, welches Jahr. Oh, 2020 immer noch. Prima. Und weißt du, welche Jahreszeit wir immer noch haben? Na klar, wir haben immer noch Frühling. Super, Lilo. Sag mal, wenn du zu uns kommst, was machen wir denn dann immer mit den Kindern? Und was brauchen wir dafür? Ganz, ganz, ganz wichtig sind die Ohren, wenn ich komme. Denn mit den Ohren können wir super zuhören. Und eigentlich müssen alle Kinder immer, bevor ich komme, ihre Ohren massieren. Genau, ich mache das mal vor. Dann muss man so die Ohren wach massieren. Sehr gut. Natürlich mit beiden Ohren. Ne? Und dann kann man ganz super Spiele machen zum Zuhören. Und ich bin schon ein bisschen hier durch die Kita gegangen. Hier ist es ja sehr, sehr, sehr ruhig. Hier sind ja keine Kinder. Aber ich habe überall in der Kita Geräusche gefunden. Und die wollte ich euch mal zeigen. Mal gucken, ob ihr die erkennt. Wir machen uns mal auf den Weg. Richtig, das war die Murmelbahn. Komm, Lilo, dann wirf du mal die Murmel. Ups, die Murmel da rein. Klappt das? Richtig, das war die Toilette. Das war die Spieluhr aus dem Raupenschlafraum. Richtig, das war der Klettverschluss von einem Hausschuh von einem Kind aus dieser Kita. Vielleicht erkennt das Kind sogar seinen Schuh. Machen. Entweder drin oder auch draußen, da hört man auch ganz, ganz viele Geräusche. Und ich werde das jetzt ausnutzen und noch ein bisschen im Bällebad spielen. Okay, Lilo, dann mach das mal. Dann sagen wir nochmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!